Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Stadttheater. Wieder in meinem Team sind der Dado, die Chigo, die Nancy, der Goku, der Grinz und meine Wenigkeit. Und was Moin. Habt ihr eigentlich gerade alle im Gange? Als gerade Frosch schenken. Wo ist denn überhaupt der Zaubertisch? Bei Chigo angeblich, aber das sind ja keine Bücher. Ich hab hier doch gerade 21 Stück gebracht, Leute. Ja, ist gut. Ich hab was, 21 Bücher? Ja. Ja! Wir haben jetzt hier 2, 4, 6, weißt du warum? 10 Bücherregale stehen. Auf noch 5 bis Max-Level. Yay! Wo haben wir denn Dschungel jetzt? Ich hab vorher Bücherregale abgebaut in den, Davon? Ah ja. Geil. Im einen, also ich hätte schon vorher welche abbauen können anscheinend, aber ich hab's irgendwie nicht gerafft. Ja. Kann ja nachher nochmal gucken, dass ich welche brauch dringend meinen Burger, also ich brauche Fleisch. Okay. Finde ich schade, dass man hier keinen Wein machen kann. Kannst du doch. Nein, man kann keinen Wein machen. Man kann Grape Saft machen so, und Grape Soda, ja, okay. Aber kein okay. so Wein. Irgendwie so alte Fässer irgendwie reinlagern. Das ist hier eine Raupe. Was? Ein Tausendfüßler. Was ist das denn? Nee, das ist Sachse. Ah, das ist ein Tausendfüßler. Die krabbeln hier überall rum, ich weiß nicht warum. Der kleine Sachse Nimmersatt. The Human Centipede. Human Centipede. Du gehst mal schön weiter, du roter Strolch, du. Wer, bin ich bei dir? Mein Schneemann ist weg. Mal gucken, ob ich Maxi treffe hier. Hast du das Fenster, abgedunkelt? Ah, da ist mein Feld getroffen. Fackeln weg. Und wenn die Sonne reinscheint, ist der weg. Ja, der ist wahrscheinlich weg. Wer ist weg? Guck, ob die Karotte noch am Boden liegt. Niemand. Im Wohnzimmer liegt so eine Karotte am Boden. Er hat den Frosty getötet. Halt, warte mal. Was? Getötet? Er hat den Frosty getötet. Ich bin auf einmal bei Nancy. Wolltest du schieben? Was machst du? Hast du dich verlaufen? Soll ich dir helfen? Fahr nicht auf sie! Fahr nicht auf sie! Grace wird schon alt, da weiß ich nicht mehr, wohin er läuft. Da. Was ist denn los hier? Schmutti! Spielst du eigentlich immer noch dieses doofe Spiel da hier, Evolve oder wie das heißt? Ja. Halt, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ach, noch hier wohnt. Ja, sicher. Hallo. Ich wollte ja Goro jetzt auch können. Ja, aber der spielt ja auch nicht, weil Goro spielt ja eigentlich kein Spiel, die Spaß macht. Was ist denn das überhaupt für eine Aussage? Alter, Dalu hat gerade zugegeben, dass Evolve Spaß macht, Leute. Auf Video kann. Max 20, was soll das? Max spielt. Ich dachte, wir haben jetzt 20 Bücherregale hier. Nein, wir haben maximal 20 Bücher. Was willst du mit 30 verzaubern? Alles, damit ich richtig geile Sachen habe. Wie viele Level willst du haben? Welches Level bist denn du? 56. Ich hab 27 Level gerade. Ich töte doch alles für euch immer. Alles so, jetzt reicht's. Hier wird überhaupt nicht auf die Tiere geachtet. So. Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt töte nicht meine Schafe, du Arsch. Töte doch mal den Sachsen. Da kommt auf jeden Fall einiges raus, ey. Wie so eine Pinata. Da kriegst du ja keine Level, wenn du Sachsen tötest. Nee, aber die ganzen Items. Ja. Die Items fallen alle raus. Das ist wie eine große Pinata dann. Genau. Erstmal Burger mit Pommes. Es reicht jetzt. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Wie mach ich denn jetzt mein Dach hier? Ich gehe auf die Jagd vorne. Auf die Jagd. Solange was. Zuerst wenn Chico auf die Jagd geht, ich bringe jetzt einen Pony mit. Ja, ich hole mir jetzt einen Pony. Pony. Stimmt, das mit dem Pony ist gar nicht so dumm. Seile, hast du schon einen Sattel? Nee, aber ich hab Seile. Okay. Ups, ich bin mal irgendwie im Keller rausgekommen. Ich hab mir nicht. Das war schon die ganze Zeit, bring oder? Bring 2 Ponys mit, dann können wir uns eine Pferdezucht aufmachen, ja, Nancy? Alles klar. Das heißt, hier unten findet man aber auch einen Scheiß. Wieso ist mein Sandstein schon wieder alle? Mal sehen, wem das Haus jetzt gehört. Mein Boden. Möchte auch ein paar. Random Stuff, Werkzeug und so weiter. Bla bla bla. Kann nur Grenz sein. Packe, jetzt muss ich nochmal los. Ich kotze. Hä, hey, wer ist denn das? Was ist das für eine Zwergenhöhle? Muss Anne sein. Ich bin am Sägewerk. Das gehört, ist die Mine vom Sägewerk. Das hast du jetzt gehört. Dürfen wir jetzt lachen oder war das eher unangenehm? Eigentlich schon wusstet sehr unangenehm. Wusstet ihr, dass Hodor gar nicht Hodor heißt? Ja, okay, ich lache. Hodor heißt gar nicht Hodor eigentlich. Ja. Hodor heißt. Oh, ich hab ja Gold. Nice. Aber jetzt hör mal auf, Grenz hier zu spoilern. Das ist mein Gold geklaut. Ja gut, das ist ja wohl der unwichtigste Spoiler, den es gibt. Hodor ist mein Lieblingsschar. Ja, eigentlich dürftest du, wenn du Hodor googelst, keine Bilder finden.
Da ist du gar nicht. Wieso habe ich eigentlich kein Holz? Tau, tau. Findest du ein Bild von Tau. War doch damals auch kein Zufall. Ja, das war kein Zufall, Leute. Jetzt können wir es ja zugeben. Hab das geguckt und gesagt, Junge, das ist ja schon. Das wir haben jedem eine passende Rolle zugewiesen. Ja, absolut. Und für Tau Tau hatten wir direkt zwar die Faust und das Auge, sag ich euch. Guck mal, ich geb dem Manus sogar noch so einen Traubensaft und dann schlägt er mich mit der Schaufel, ey. Ja, das ist seine Dankbarkeit, so ein Manus. Wir sind uns selten einig, aber da waren wir alle direkt einer Meinung. Wie damals, dass wir AGP gesagt haben, dass der Trailer passt. Jetzt brenne ich. Das bist du für den Arsch. Warte, ich hab hier einen Wassereimer. Der Trailer passt. So, warte mal, ist das jetzt die letzte Folge hier? Nein, es ist für die Woche, ja. Aber oh morgen kommt Montag, also, dann können wir noch. Okay, dann kann morgen kommt noch Montag. Oh fuck! No! Es ist schon wieder Montag. Das war knapp, Freunde, das war knapp. Montag. Schade, dass Nils nicht hier ist, ey. Ich liebe Montag. Warum? Was ist da los? Ach, da kommt immer eine neue Folge Minecraft Stadttheater. Eine Folge geht ja mal vor. Ja, das ist viel wichtiger. Hier ist so ein Schnee, das da heißt aber auch im Umkehrschluss, dass unsere zukünftigen Ichs. Ja, Montage lieben. Heute die Folge gucken. Das wäre schon wieder nice. Schon wieder aber Bock Alter, drauf. Was ist das denn hier, was hier gewachsen war? Ja, ich finde jetzt der Cliffhanger war noch größer als letzte Woche. Also jetzt will ich eigentlich letzte unbedingt Woche weiter war das, gucken. Das war ja auch kein Cliffhanger an sich. Das war jetzt so ein bisschen. Halt, Shigo, geht auch Bambus? Ja, aber jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Für die Bücher? Jetzt muss man auch wissen, wie es weitergeht. Nee, nur Papier. Top. Also Sugarcane. Echtes Sugarcane. Kann die Leute oder nicht verstehen, die das nicht gucken. Scheiß, aber ja, das ist einfach Quatsch. Das ist so von wegen, es gibt auch Leute, die gucken das nicht, weil es zu Mainstream ist. Ja, das finde ich immer sowieso. Das ist immer dumm. Wieso gucken die nicht einfach eine Folge, gucken, ob es denen gefällt? Was ich mir und mal das von der Aussage. Das ist auch nicht die Fußball-WM. Oh. Ja, die ist ja auch nicht Mainstream. Ja. Ist ja nein. Nur für ausgewählte Leute. Bei der Fußball-WM orakeln wir jedes Spiel, Leute. Nein. Jetzt hast du was in die Welt gesetzt. Selbst jetzt wird schon über die Welt. Das nächste Saison orakeln wir alle Bundesligaspiele. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Dann müsst ihr euch auch am Samstag dahin sitzen, immer. Müsst ihr euch aufteilen. Das wird super. Das dauert jetzt schon drei Stunden. Ja, weil wir die ganzen 10 Nulls nicht nehmen. Wie die nehmen? Die lade ich immer hoch. Außerdem ist das lange her. Gestern waren richtig harte Matches dabei. Ihr hattet doch nicht wirklich schon mal ein 10-0 oder sowas. Doch, ich glaube, das höchste, was ich hatte, war 9-0, oder? Ja. Und zweistellig wurde es noch nie, dann höre ich immer auf. Das, was ich hatte bei ihm, war irgendwie mal 7-3. 7-3, ja. Manchmal läuft dann einfach halt gar nichts zusammen, ey. Das ist aber auch manchmal die KI, ne? Also, wenn der Torwart dann einfach nichts macht. Da kannst du echt nichts für, wenn die Keeper also, wenn sie so scheiße bauen. FIFA in der Nutshell. Kommt, meine Pony! Das ist ehrlich. Pony. Oh, das ist ein Ball. Nö, schöner Ball. Nö. Muss ich annehmen? Ja, nö. Nimm du ihn, ich hab's sicher. Oh, Entschuldigung. Und FIFA, wie gesagt, immer die besten Kommentare. Ich liebe das. Ne? Ja. Ist ja der Moderator auch noch so cool wie da FIFA 98, wo er drei Sprüche hatte oder so? Was? Das ist doch immer super gewesen. Ich würde aus 5 Meter Entfernung ein Scheuntor nicht treffen oder so, sagt er dann manchmal. Ja, das war damals der Spruch auch immer. Von 98 ja. Ja, heute gibt es ja so das nette Abiturient antizipieren oder so. Ja. Da wird er sich morgen noch dran erinnern. Ja, genau. Ich spiele zwar nicht, aber ich höre es jedes Mal. Mein Mann das spielt. Spielt der Mann das? Das Einzige, was er spielt, ja. Oh. Der spielt eigentlich nur FIFA und Eishockey. Oder PlayStation. Ah, NHL ist lustig. Gleich wieder ein Stück sympathisch. Nächstes Jahr orakeln wir sämtliche Sportarten. Das solltest du mal mit dem spielen. Sämtliche Sportarten. Die ganzen olympischen Spiele. Alles, was von EA ist. Die Olympischen Spiele, ich komm nie raus im Sommer. Ja, und danach kommen ja die Winterspiele. Oh ne. Geht's dir? Die Paralympik. Die Paralympik. Warum lacht ihr jetzt?
das wird. Hast du schon mal ein Spiel gesehen für die Paramedics? Finde ich jetzt. Warum lacht ihr jetzt? Ich habe es sogar wohl gefunden. Drei Stunden. Ich darf darüber lachen. Das wäre jetzt schon ziemlich hart, da Witzchen zu machen. Ich hab voll den Bock. Eine Line ist irgendwie unendlich lang. Das ist dann wie okay. Schreibt man denn den scheiß Schissel? S-H-S-C-H? C-H. C-H. C-H was? C-H. C-H. C-H-Isel. C-H-Isel. Kissel. Kissel. Und ein Iron. Ein Huhn auf dem. Nee, der Kissel Carpenter ist Schissel, da musst du aufpassen. Du musst die andere Schissel machen. Wie heißt Schissel 2? Schissel 2.0. Wie hab ich hier dann. Wie heißt denn der andere Schissel da? Ja, Schissel 2.0 heißt ihn. Erzähl doch keine Kacke. Der heißt Schissel 2, so heißt die Mod. Es gibt kein Schissel 2. Bau doch, was du willst, hallo. Soll ich mal ernten? Da ist man einmal nicht zu Hause. Ja. Da ist man eine Stunde weg. Nein, Kart. Nein. Alles klar, jetzt zu spät, sagt er jetzt. Wie weit ist dein Haus von meinem entfernt? Ich geh mal schnell zu meinem, ich lasse dann bei mir ein. Wenn du nicht da bist, frag er nicht. Oh, die so. Eine rhetorische Frage, hab schon, danke. Ups. I did it again. Oh, Alter, wo kommt das? Lost it again. Oh, baby, baby. Das ist nur, weil ich klatschen musste. Jetzt ich hab einen Pony gefangen, jetzt kommt auch Hello, verdammtes Tier. Katz. Ups, I did it again. Danke, danke. Wer damit angefangen? Und den werde ich jetzt töten. Oh, baby, baby. Oh, dieser Creeper ist sexy. Was war das denn für ein Creeper, der jetzt explodiert? Ja, sexy. Manus oder was? Hat's funktioniert? Nee, Manus hat einfach zwei Creeper in seinem Haus ausgelöst. Oh, fuck. Oh. Und da habe ich nichts mit zu tun. Hab's nur von Weitem gesehen. Knock back. Und ich dachte, er ist endlich reingefallen. Ganz schön schadenfroh. Ich dachte, es ist endlich mal jemand in das Loch gefallen. Das wäre auch cool gewesen, ja. Wieso fallen die denn da nicht rein? Ich kann hier nicht reingehen. Ja, bin ich jetzt vergiftet? Wovon denn bitte? Poison Hexe, Ivy. Hexe, Poison Ivy. Pflanze auf den Boden, tritt sie rein. Wenn du Poison Ivy hast, dann nimm mal bitte mit. Die kann man auch super verwenden. So, habe ich jetzt. Ich brauche Bambus. Hat einer hier Bambus? Bambus? Wir brauchen Boden, alle Bambus. Ich brauche nur einen für den Schitzel da. Poison Ivy. Du kannst auch einen Stock nehmen, aber Bambus geht auch. Was, aber ich will einen Bambus-Schissel. Wie kann der ich die Poison Ivy wieder mitnehmen, ihr Noobs? Nee, der ist krasser. Der Bambusschüssel kann 8 Sachen mehr. Gut, dann ist er krasser. Oh mein Gott, scheiße! Nein! Aha. Man hört nur in der Ferne. Haha. Ihr seid schuld, ihr Kackbiester. Was war erst passiert? Pony. Koro? Oh nein. Bist du tot? Dein Erdloch oder dein neues Haus? Egal, mach einen Westernfilm draus. Dreh's richtig und dann brauchst du die Hälfte. Ach man, jetzt, nein, verdammt nochmal. Ja, bei Western ist doch immer einfach nur die Kulisse vorne. Wenn du in den Saloon reinrennst, ist dahinter noch nichts mehr. Das ist alles kaputt. Komm, jetzt komm, du Kackbiest. Mann. So schlimm wird's nicht sein, Goro. Der Börsengang. Der Börsen? Was ist der Börsengang? Der Börsengang verschickt sich jetzt. Bitte, komm schon, Mann. Ich bin mit dir. Oh, Baby, jemand seht nö. Goro doch, er hat noch seine Sushi-Fabrik am Laufen. Ist das Pam's Craft? Schissel 2, Goro. Dusty Miller. Schissel 2. Weiß, ich hab dich jetzt vielleicht ein bisschen geärgert, aber halt nur weil mein Haus kaputt ist, musst du das ja nicht ausreizen jetzt. Kein Mitgefühl da. Mein Adloch ist nicht einmal kaputt gegangen, kaum habe ich ein richtiges Haus. Da schon wieder was. Das ist nicht wahr. Ist das wieder bei dir gewesen? Nein. Man hört schön Sky, man hört immer so die Explosion nachts, ey. Ich hab immer ein bisschen Angst, dass man das einfach die Explosion immer so näher kommen langsam. Dann muss man sich Sorgen machen. Jetzt sagst du wieder unterwegs. Direkt. So, ich hab's gleich geschafft. Alter, voller Rage-Quit vom Goro.
Aber ja, Leute, ob Goros Haus nächste Folge noch steht, das müsst ihr dann schauen. Wie, ich hab Lava dabei. Schon wieder vorbei, ja. Wer hat denn... Mein Pärchen ist gar nicht letzte... Die letzte Folge kommt ja noch, aber hier, du genau. bist dran, McFly. Deswegen, ne, schaut in die Videobeschreibung, da stehen ganz, ganz viele tolle Links. Und da könnt ihr alle mal vorbeischauen. Genau. Da steht es halt auch da, ja. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.